Willkommen zurück zu Top Rider 4. Ja, ich glaube da, wir können ja mal, wir haben ja hier gespeichert, mit schnell durchrennen. Einfach mal. Einfach mal, aber es könnte klappen mit schnell durchrennen. Ach, je, 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 je. Ja, und liebe Skype-Person, verschwinde da. Vielleicht soll ich auch mal den Skype ausmachen, wenn ich aufnehme. Ich vergesse das immer wieder. So. Immer beim Letzten. Immer beim Letzten. Gut, wir können es natürlich auch anders versuchen. Beim ersten klappt das so gut, aber ich kann da nicht mit Anlauf beim ersten durch und dann bremsen. Die bremst ja nicht. Die läuft ja dann sowieso erstmal noch ein Stück weiter. Und ja, komm, haben wir schon mal den Raum gesehen, wo die Sterne reinkommen. So, wir können es natürlich auch anders machen, wie gesagt. Ich probiere das jetzt mal. Ja, prima. Ich dachte, die Masche funktioniert. Gleich nochmal. Wir testen immer jede... ich glaube, normal rüberlaufen geht nicht. Das ist, dafür ist es zu schnell. Oh, Mann, 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 Mann. Ich bin mir fast sicher... Wusste ich doch. Ah, Moment, 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 Moment. Wuffis. So. Werden ja gleich mal... Er zeigt aber noch auf was. Bisschen... Ah. Der brauchte wieder 3 Schuss. Aber ich habe gerade gesehen, wir haben auch kaum noch dafür Munition. 11 davon, aber wisst ihr was? Dann werde ich... die Uzis jetzt mal benutzen. Okay? So, was haben wir denn hier? Fackeln, die noch nicht an sind. Das ist schon mal ein Hinweis. Da drüben ist auch bloß eine Einbuchtung, könnte aber... Aber hier in der Mitte liegt erstmal, und da liegt eine Fackel, ja. Hab ich doch gewusst, wir müssen hier Fackeln anzünden. Und da vorne sind wieder 2 Figuren, von denen, wo wir ja kleine Figuren haben. Aber mir ist wieder eingefallen, wofür ich die kleinen Figuren gebrauchen muss. Und das dann erst später beim Endboss. Boah, die Kameraansicht ist aber hier auch irgendwie... Nee, ich wollte eigentlich da zu der Fackel, die an ist. So, gib mal her. So. Mal die an. Ist ja offensichtlich eigentlich, ne? Dass dann irgendwas passieren muss. Wenn alle Fackeln an sind. So, und hier drüben waren noch 2. Wenigstens auch gleich heller hier in dem Raum. Ja, sie zündet erstmal die Wand an und ja, geht schon. So, ich weiß nicht, die Fackel, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht mehr. Das war, glaube ich, bloß für die eine Sache hier. Und hier drüben ist was aufgegangen. Ah, hier haben wir wieder ein bisschen Munition. Jetzt müssen wir erstmal wieder sammeln. Aber allzu lange geht das Spiel nicht mehr, Leute. Das ist hier schon auf den, wie sagt man? Hat sie jetzt 2-mal den Hebel? Habe ich wieder den Knopf festgehalten? Mein Mann, 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 Mann.
Lara. Ach, Wuffi. Habe ich sie alle? Da müssen wir uns glatt mal ein Medipack reinpfeifen. 3 Sterne haben wir aber bloß. Wenn der Raum jetzt hier irgendwo kommen sollte. Ich hoffe mal, wir finden noch den 4. Ansonsten kann ich mir schon vorstellen, wo der ist. Oh, jetzt muss ich hier wieder raus, ne? Ja, speichern. Ansonsten könnte ich mir schon vorstellen, wo der 4. ist. Und zwar müssten wir dann wieder die Pyramide verlassen. Wieder runter und ein Stückchen da, wo der eine rote Skorpion noch war. Wo ich doch sagte, ich erinnere mich irgendwie, dass da irgendwas gewesen ist noch an der Stelle. 22, ja, wir nehmen mal den nächsten. Da muss da irgendwas sein, weil irgendwie habe ich da eine Erinnerung, dass da irgendwas ist. Aber vielleicht ist es ja dann erst da aktiviert, wenn wir das hier gemacht haben. Das kann ja natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Wunderbar, Lara. Einwandfrei. 5 Punkte für die Lara. Können ja noch mal das andere probieren mit dem Springen. Also man müsste sich ja eigentlich nur hier an eine Seite stellen, schön nah, und dann da, wo der längste Weg ist, ne? Oi. Okay, oder so, ne? Einfach mal dingsen hier. Oh, wir haben noch was. Ach nee, da oben hat sich ja was geöffnet, ne? Ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt wieder irgendeinen Hebel vergessen oder so? Ja, und hier haben wir den Raum mit den Sternen. Ich habe, meine Befürchtung ist ja, dass der noch außerhalb von der Pyramide zu holen ist. Wir haben ja da unten noch einen Gang, aber ich glaube, der geradeaus führt, der Gang, der, aber wir können ja hier schon mal die einsetzen, die wir haben. Nee. Was? Ah ja, stimmt. Und da müssen alle 4 Lichter darauf strahlen, damit da dieser, der Eingang frei wird. Hier haben wir noch einen Hebel. Der ist bestimmt für das Tor, damit wir hier wieder rauskommen. Ja. Ach, und wir kriegen... Was? Ich habe wieder 2-mal gemacht. Oh mein Gott. Warum halte ich denn immer fest? Oh, lass die ruhig hochkommen. Setzen wir den Stern noch ein. Ah! Schweine. Ich dachte, die warten da unten. Ah, hier haben wir wieder ein bisschen Schrot. Sehr nett. Ja, aber die Uzi, die geht übel schnell alle. So, hier können wir jetzt nichts mehr machen, weil wir haben ja keinen Stern mehr. Und nee. Oh Mann, wir können aber trotzdem mal den anderen Weg da unten noch gehen. Vielleicht irre ich mich ja, aber ich möchte sagen, dass der Weg nur, um zu dem Boss zu kommen. Den Endboss übrigens, ne? Aber ich glaube, den Endboss, den brauchte man gar nicht bekämpfen. In Top Raider 4. So. Ist ja eine prima Ansicht hier. Ich speichere hier mal. Ja, komm.
Machen wir mal drüber. Ah, irgendwie habe ich eine Erinnerung, dass das also außerhalb von der Pyramide, wenn man jetzt den Weg zurückgehen würde, auf die andere Seite quasi, da war doch so eine Art kleine Pyramide, wo die Steine doch so komisch gelegen haben. Und die eine Ecke da hinten, die war ja so richtig glatt, irgendwie, als wenn da eine Tür oder irgendwas oder eine Wand weggehen würde. Ah, ich hatte ja gedacht, dass da irgendein Knopf ist oder so, wie es schon mal gewesen ist. Schaffen wir das hier mit einem kleinen Sprung? Müsste gerade so, ne? Weil es ja. Oder so. Sie wollte wieder mal nicht springen. Aber das kennen wir ja schon, ne? Manchmal ist er einfach störrisch. Ah, jetzt ist der. Seht ihr das? Und der eine Stern fehlt noch. Als wenn die Ladescreens hier ganz frisch machen. Ist auch komisch. So, ich wollte eigentlich so. Ja, und sie schafft das gerade so. Ich glaube, hier brauchen wir auch nur, weil das ja bergab geht, deswegen. Und zurück zu müssten wir aber dann wieder. Müsste es auch schaffen. Ja. Gerade so. Haben wir hier noch was? Da unten ist noch was. Aber ich sehe nichts. Da waren sie. So. Ja, das fällt natürlich gleich ganz runter. Ich wollte eigentlich was anderes gucken. Ob man da hinspringen kann. Müsste man eigentlich, ne? Ich versuch's einfach mal. Oh. Oh ja, gerade so. Ah, hier finden wir, falls ihr noch keine, aber die Armbrust hat man ja auf jeden Fall. War sogar ein Secret. Viele finden wir, glaube ich, gar nicht mehr. Warte mal, wir können ja mal spaßeshalber gucken. 55. Oh, 15 Stück haben wir vergessen. Naja, ist ja kein 100%, wie gesagt, aber 55 ist ja schon mal. So, kommt die da? Ja, da kommt die so hoch. Okay, hätten wir das auch schon mal. So, ich gehe mal vorsichtig nach vorne, damit sie nicht so weit geht. Das sieht mir zwar ein bisschen weit aus für einen normalen Sprung, aber ich möchte sagen, speichern. Jetzt sind ja nicht mehr die Sterne hier drin. Schon wieder ein bisschen ballastlos geworden. Ja, können wir auf denselben gehen. So, dann mal probiere ich mal. Aber auch gerade so wieder, ne? Ja, und das Gitter ist noch zu. Oh, wir können hier eins runter. Und kriegen hier sogar noch was. Habe ich da vorne jetzt auch noch was gesehen? Eine Kletterwand oder so? Da unten ist auf jeden Fall Boden. Nee, ist keine Kletterwand. Ja, und das Tor ist zu. Das öffnet sich wahrscheinlich erst, wenn wir alle Sterne eingesetzt haben. Da konnte ich mir schon fast so denken. So, hier muss ich aber jetzt mit Anlauf machen. Ja, und hier auch. Kann auch sein, dass ich mich da festhalten muss. Ja. Weil jetzt geht es ja bergauf. Und da ist es irgendwie komisch, ne? Hinzu braucht man nur einen Sprung. Ja, da müssen wir wohl oder übel doch nochmal. Oh, 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 oh. Doch nochmal. Ich hoffe mal, sie kann sich da drüben festhalten. Ich sollte vielleicht nochmal überspeichern.
müssen wir wohl übel noch mal aus der Pyramide raus und noch mal ein Stück zurück. Ich weiß auch nicht, ob man das, ich glaube, man hätte es gleich holen können, ne? Ich weiß aber nicht mehr genau, was man da machen musste. Ja, hier hält sie sich fest, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Lara. Oh, was bist du für einer? So. Ja, die Uzis machen auch gar nicht so großen Schaden. Hatten wir jetzt hier gleich einen Ladescreen? Ich weiß das gar nicht mehr. Ja, ist egal. Wir werden sowieso nicht alle verbrauchen. Und guck mal, der hat auch noch ein großes fallen lassen. Das ist so ein Tausch. Ich nehme ein kleines und... Ah ja, ich hätte keins nehmen müssen. Okay. Ist egal. Wir benötigen sowieso nicht mehr alle. So, jetzt ist die Frage, ich speichere hier nochmal kurz. Ja, komm, können wir den nächsten nehmen. Bis jetzt haben wir ja hier eigentlich soweit alles richtig gemacht, bis auf den einen Stern. Und soweit ich mich erinnern kann, ach, ist der irgendwie in ein Labyrinth oder so. Ich weiß nicht mehr genau, aber es könnte sein. So, hier konnte ich runtergehen, ne? Ja. Und dann war das doch bloß hier so schräg immer. Oder? Hier so hin. Genau. Wir müssen nur da bis zu den Steinen da runterkommen. So, dahin. Da, so muss ich hin. Genau. Auf den da. Genau. Ich glaube... Ach ja, jetzt ging es hier runter. Okay, dann war es ja doch gar nicht so schlimm. Ich dachte jetzt, das wird wieder eine Katastrophe, hier den Weg wieder zurückzugehen. So, mal gucken. Mussten wir eigentlich nur darüber. Nein, nicht dahin. Ach, Mädel. Jetzt kann ich nochmal da runterlaufen. Aber war ja einfach. Ich habe erst überlegt, ob ich da nochmal speichere, wo ich jetzt bei dem Stein unten war. Ja, und hier den Schlüssel, wo hier zugeschlossen ist. Übrigens, eine Waffenkammer soll das sein. Ich habe mich mal erkundigt. Und den Schlüssel, den haben wir ja leider nicht. Und den hätte man, glaube ich, bekommen, wenn man ich weiß es nicht, warte mal, irgendeine Wache geholfen hätte, wie wir zum Schluss gemacht haben, wo bloß einer überlebt hat, bloß an einer anderen Stelle. Und da hätte man von denen Schlüssel gekriegt. Und ja, und der Schlüssel wäre dann für diese Waffenkammer gewesen. Und da wären dann wohl nochmal alle Waffen drin gewesen, die es in dem Spiel gibt. Also wenn man dann irgendeine vergessen hat, hätte man sie da kriegen können. Ich gehe mal lieber einen Schritt zurück. Oh, Lara, weiß man ja immer. Springt ja gerne immer ein bisschen weiter. Gehen wir hier. Ja, da. Und abwärts geht's ja auch noch. Oh, gerade so, ne? Aber hier geht's ja sowieso runter. Diesmal speichere ich aber hier unten. Hier sollte sie nämlich auch nur springen. Und nichts mehr. Ja, und wenn das wirklich ein Labyrinth ist, wie ich befürchte, dann müssen wir da auch ganz schön oft speichern.
Da brauche ich Anlauf. Auf jeden Fall. Ja. So, dann war es doch bloß hier rüber, ne? Nein! Ach, ich hätte... Ach, nicht speichern. Ich hätte doch wieder an der Kante vorne gehen müssen, langsam. Einmal zurückspringen und dann... Da hat wieder Millimeter gefehlt, dass sie den Sprung macht. Ach ja, jetzt sind wir hier. Okay. Einmal hier. Einmal hier vorne hin. So. Einmal hier hin. Einmal hier. Und hier. So. An der Stelle, ich kann mich hundertprozentig erinnern, dass hier irgendwie was aufging oder so. Aber hier kann man auch keinen Stein schieben oder so. Irgendwas muss man hier machen. Oh, was macht sie jetzt? Ach, kann sie den ziehen? Ach, das kann sein. Ja, dass man den Stein hier nur verschieben muss. Irgendwie. Ich glaube, bis hier in die Ecke rein. Und dann öffnet sich da oben irgendwas. Ah, ich wusste doch, dass hier irgendwie was zu machen ist. Aber dass der Stein jetzt gerade zu verschieben geht, ich habe einfach nur aus Versehen bei auf A gedrückt. Und dann hat sie sich ja so hingestellt. Ja, da ist nämlich wahrscheinlich irgendeine Druckplatte. Und seht ihr, jetzt ist da offen. Also ich habe es irgendwie anders in Erinnerung gehabt, dass hier irgendwie ein Knopf war und so. Und dann, aber ja gut, kann ich auch vielleicht mit... Wenn man mehrere Top Rider Spiele dann schon gespielt hat, dann kommt man auch ein bisschen durcheinander mit dem Ganzen. Und hier sollten wir auf jeden Fall jetzt nochmal speichern. Auf 9. Ja, das Labyrinth kann ganz schön verwirrend sein, glaube ich. Ach ja, hier ist eine Luke. Und der Stein hier neben sieht auch irgendwie ein bisschen, ne? Hier. Jetzt wollen wir den auch hier irgendwie. Kann man aber nicht. Ah ja. Ab in die Tiefe. Zack, 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 zack. So, dann schauen wir mal. Ja, war ja klar. Das Gitter geht zu. Okay, hier passiert nichts. Okay, ach. Hier hatte man Löcher. Komm. Musik ist ganz schön laut, muss ich sagen. Also für mich jetzt. Ich glaube, dass hier auch Käfer rauskommen können. Ich würde sagen, wir greifen erstmal in kein Loch. Aber es könnte sein, dass man in alle Löcher greifen muss, damit man hier weiterkommt. Wir können ja erstmal so hier ein bisschen rumlatschen. Und gucken. Hier öffnet sich also auch eine. Und da haben wir wieder einen kleinen Skorpion. Ah, ich glaube für die Skorpione, da könnte ich aber wirklich hier die Pistolen nehmen, ne? Höre ich da Feuer? Hier geht's auch nochmal lang. Also ich möchte sagen, in den Löchern
kriegt man, entweder kommen da Skarabäus raus, die Käfer, die einen ja Schaden machen, ne? Und die rennen einen dann hier den ganzen Weg hinterher, oder man kriegt da mal ein Medipack oder Munition. Kann auch sein. Oder ich tue damit natürlich was aktivieren. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Ich renne jetzt einfach mal nur so, ja. Hier waren wir also noch nicht, sonst wäre ja hier kein Skorpion. Also da, wo man noch nicht war und ein Skorpion kommt, ja, dann waren wir da noch nicht. Na, hier sind auch wieder zwei Dinger zum Reingreifen. Jetzt gehen wir auch mal geradeaus. Ist schon komisch, aber... Nee, dann machen wir da auch noch nicht. Oder kommen die immer wieder? Weil es sieht ja hier irgendwie alles gleich aus, ne? Muss man ja schon mal sagen. Ja, hier ist auch wieder einer. Und ich höre hier einen rumlaufen. Hört ihr das? Moment. Nee, hier geht's nicht auf. Ich habe hier ganz genau gerade Schritte gehört. Ah, wir kommen denen näher. Und das war nicht der Skorpion, die Schritte. Jetzt hier rechts. Oder? Ich höre den doch hier. Nee, der ist eigentlich... Ist der hinter mir? Und irgendein Weg führt zu dem Raum, wo der Stern ist. Und da ist, glaube ich, der noch ein Gegner drin. Ne? Und der macht jetzt diese Fußgeräusche. Ja, ich glaube, wir müssen doch überall reingreifen. Wollen wir das mal machen? Ah, ich mach das mal. Greif mal rein da. Ja, seht ihr? Komm, Skarabäenkäfer raus. Dann laufen wir mal hier weiter. Greifen wir mal hier rein. Dann kommen noch mehr Käfer raus. Da kann man gleich zweimal Käfer rausholen. Okay. Super. Na gut, solange sie nicht so... ja, hier kommen wir nicht lang. Gehen wir mal hier lang. Kommen wir auch nicht lang. Okay. Und hier? Hier kommen wir lang. Haben wir hier schon reingegriffen? Hier haben wir jetzt Munition einmal gefunden. Hier gibt es bestimmt wieder Käfer. Nee, jetzt ist was geöffnet worden. Müssen wir nur noch finden, wo. Und auf unser Leben müssen wir natürlich achten. Hier habe ich schon reingegriffen, ne? In den Feuerdingern. Jetzt einfach mal die Schritte folgen. Ja, hier geht es immer noch nicht. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Habe ich bei den Fackeln reingegriffen? Hier greift sie nicht mal rein. Okay. Lara, greifst du hier noch rein? Oh, ich muss mich heilen. ...50 große. Nee, da greifst du auch nicht mal rein. Können ja noch mal bei dem Feuer, gehen wir noch mal hier lang, dann gucke ich mal, dass ich bei dem Feuer noch mal reingreifen kann. Ja, hier greifst du noch mal rein.
Nee, hier greifst du nicht rein. Hier haben wir dann schon. Boah, Käfer, ey. Jetzt hört auf, hier so viel Schaden zu machen. Oh, und hier sind aber viele. Jetzt renne ich mal hier lang. Wo ich auch nicht lang kann. Hier komme ich auch nicht lang. Okay. Ich höre schon wieder, ich kann nur hier lang. Und hier greift es ja nicht mal rein. Nee. Kann ich denn jetzt geradeaus? Nee, kann ich nicht. Gehen wir mal hier lang. Aber hier sind doch... Ach, hier sind andere Fackeln. Hier brennt zum Beispiel eine Fackel gar nicht. Ja, hier ist der Anfang. Hier ist der Anfang. Jetzt geht's hier wieder nicht auf. Ich glaube, wir waren da schon richtig. Warte mal, hatten wir hier schon? Na klar, hatten wir hier schon. Können ja hier nochmal testen. Ne? Willst nicht? Doch, hier will sie nochmal. Ja, um noch mehr Käfer rauszuholen. Eigentlich bräuchten wir jetzt gar nicht mehr in die Löcher reingreifen. Weil, wir haben ja gehört, dass irgendwas sich geöffnet hat, ne? Jetzt einfach nur rumlaufen, bis wir die richtige Stelle gefunden haben. Jetzt können wir hier nochmal gucken. Hier greift es aber jetzt auch nochmal rein. Ja, kommen noch mehr Käfer. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr. Ich höre jetzt auch gar keine Schritte mehr. So. Hier. Ach, jetzt geht hier ja geradeaus auch auf. Sind wir jetzt wieder am Anfang? Nee, hier kann ich nicht lang. Wo war denn die Stelle? Hier können wir noch lang. Oh, hier ist ein Käfer. Ich probiere mal erst geradeaus. Nee, geht nicht. Probieren wir da mal. Da geht's auch. Ach, hier waren die ganzen Fackeln, ne? Okay, hier kann ich nicht. Aber da eine Fackel geht da nicht. Kann aber bestimmt auch keine nehmen, ne? Oder? Nee. Nimm die Fackel! Nee, nimmst du nicht. Da lang. Vielleicht sollte man auch den Weg der... Hier sind wieder Fackeln, die nicht gehen. Hier geht's auch nicht auf. Oder ich bin auf dem richtigen Weg. Es geht jetzt immer nur eine Tür auf. Die richtig hinführt. Die geht nicht auf. Oh, und ich muss einen Schnitt machen. Ich bin ja schon Überlänge. Meine Güte. Es geht tatsächlich immer nur eine Tür auf. Hier jetzt. Aber waren wir hier nicht auch schon? Hier sind ja auch noch Käfer. Hier waren wir da auch schon, ne? Ja, hier greift sie nicht mehr rein. Ne, hier auch nicht. Kann ich hier geradeaus jetzt? Nein. Da? Ja, da kann ich. Da sind aber Käfer. So viele. Hier kann ich auch. Jetzt bin ich hier wieder bei den Fackeln. Verdammt. Und hier ging ja nur eine Seite, ne? Die hier. Die ging ja nicht. Doch, die geht auch. Ah, da bin ich aber wieder... Moment. Da bin ich aber wieder am Anfang.
Dann doch lieber hier lang. Na gut, Leute, ich mache hier erstmal einen Schnitt, aber ich werde nicht weitersuchen auf Screen. Das machen wir schön zusammen. Egal wie lange es dauert. Wir werden das schon irgendwie finden. Und dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Top Rider 4. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.